Willkommen zurück zu einer neuen Folge Deponia. So, das letzte Mal haben wir Cletus Zimmerschlüssel bekommen. Dann gehen wir jetzt mal gucken, was der so Schönes drin hat. Ah, die Tasche! Endlich! Jetzt schnell, bevor Cletus zurückkommt! Schnell die Tasche. Wenn das mal keine näher kommenden Schritte sind. Verdammt, das ist Cletus! Ich sollte mir langsam ein Versteck suchen. Okay, was haben wir hier? Spiegel. Hallo, schöner Mann. Kommst du öfter her? Was haben wir hier noch? Oh. Boah, noch ein bisschen von diesem Fraß und ich hätte mir die Zähne putzen müssen. Es war ja klar, dass an einem solchen Ort niemand kochen kann. Gut, dass ich meine Champagnerkugeln mitgenommen habe, sonst würde ich glatt verhungern. Okay. Bevor die Zähne hier vorbei ist, erstmal auf Bogi klicken. Im Raum fällt mir gar nicht so unglaublich viel ein. Nur zum Beispiel, dass es auch zum Job eines Grafikers gehört, Rohre zu verlegen. Die Rohre von dem Heizungsschacht, die haben wir noch ein bisschen umverlegt. Da mussten nachher noch unsere Animatoren ran, um das höher zu verlegen. Also von Heizungsschacht, Klimaschacht da oben, von der Klimaanlage. Ich könnte dir einiges über Skripten sagen, weil diesen Raum habe ich das meiste davon selber geskriptet. Übrigens das gesamte Hotel Montekel, da habe ich sehr viel selber geskriptet. Noch in der letzten Phase des Spiels und da war auch viel zu tun. Es gab so viele unterschiedliche Sachen, aber hier drin in diesem Raum eigentlich nicht. Es gibt nicht so viel zu erzählen. Ohne euch natürlich diese ganzen spannenden und total irren Rätsel vorwegzunehmen, die hier gleich auf euch zukommen werden oder die möglicherweise schon am Laufen sind. Warum klickt ihr überhaupt auf den Entwicklerkommentar in so einer spannenden Szene? Eine Sache wurde mir gerade erzählt, das wusste ich noch gar nicht. Ein Fan hat ein Deponia-Kochbuch uns zukommen lassen und da gibt es auch ein Rezept für die Champagnerkugeln. Yam, yam, yam. Hoffentlich nicht die mit Mottenballgeschmack. Alles klar, okay. Ich habe gedacht, wir klicken lieber mal drauf, ehe hier vielleicht wir rausgehen und nicht mehr reinkommen und gar nicht mehr hören, was Poki sagt. So, Mottenkugeln. Teppichreiniger. Können wir hier einfach rauslaufen? Keine Chance. Cletus würde mich bemerken. Okay, Spiegel. Mutter. Der braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat. Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Okay, wir haben unseren Drittelschrauber noch. Hey! Er benutzt dieselbe Zahnpasta wie der Guru. Alles klar. Okay, Teppichreiniger mit Zahncreme. Laut Warnhinweis dürfte das eine interessante chemische Reaktion ergeben. Oh Junge, das wird super. Hm? Wie jetzt? Kein Zischen? Keine Explosion? Naja, wenigstens richtig gut. Irgendwie nach Blumen, Krumen, Schummen, Blumen, so. Alles klar, okay. Und jetzt, die tauschen wir aus? Das ist es. Ich habe sie ausgetauscht, vermutlich. Okay, vermutlich. Können wir wieder hier raus aus dem... Ah, hier, zurück. Okay. Jetzt ist die Frage, wir haben zwei Taschen. Gut, dass ich so ein gutes Gedächtnis habe, sonst würde ich noch durcheinander kommen. Gut, dass ich so ein... Okay, so, Drittelschrauber. Müssen wir den wieder festschrauben? Damit wäre nichts gewonnen, außer 7 Jahre Unglück. Und davon habe ich bereits einen Lebensvorrat. Können ihn wieder beiseite machen. Hey, er benutzt... Vielleicht muss ich das auch... Okay, wir haben es nicht mehr. Mottenkugeln. Ich wusste es doch. Zahnpasta ist nutzlos. Oh
Okay. Wie gehen Sie da zurück? Können wir jetzt hier irgendwas... Cletus. Keine Chance. Cletus würde mich bemerken. So, was haben wir hier noch in der Nähe? Wir haben ja nur den Spiegel. Dann... Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Mottenkugeln mit mir rumtragen würde. Egal, die Motten scheint das nicht zu stören. Damit wäre nichts gewonnen. Außer 7 Jahre und davon hab... Okay, irgendwas muss ich damit machen können. Wir haben ja immer noch den Spiegel. Vielleicht die Mottenkugeln? Okay. Nennen wir das mal Plan Z und arbeiten uns langsam vor. Hey! Okay, dann... Was haben wir noch? Leeres Glas. Okay, nennen wir das mal... Dann... Also wir haben das ja ausgetauscht, diese Zahnpasta. Können wir einfach irgendwas auf den Boden werfen? Vielleicht das Glas nur mit Lärm machen? Ich habe keine gerade Wurflinie. Ich wünschte, ich hätte mein Boomerang-Training abgeschlossen. Aber irgendwie bin ich immer mittendrin eingeschlafen und mit einer Beule am Hinterkopf wieder aufgewacht. Okay, keine gerade Wurflinie. Können wir irgendwas anderes? Also wir haben nur Cletus. Und unseren Spiegel hier von der anderen Seite. Ein Rohr, okay. Mottenkugeln ins Rohr. Was ist das denn? Noch schmecken noch keine Champagnerkugeln. Ich muss mir die Zähne putzen. Schnell, schnell, schnell. Mehr Zahnpasta. Das Zeug hätte doch längst wirken müssen. Oh nein, die Gödel haben die Zahnpasta vertauscht beim Vertauschen. Ich habe mich quasi vertauschen getauscht. Und jetzt? Die Frage ist, er guckt ins Spiegel. Können wir jetzt? Ich ahne es, Poki. Und er hört, was in diesem Screen los ist. Da haben unsere Grafikkammer wieder ganz, ganz tief in ihre Trickkiste gegriffen, um uns diese wunderschöne Rückseite eines Spiegels zu zeichnen. Was es damit wohl auf sich hat. Ich darf es natürlich nicht erzählen, deswegen ist es halt auch ziemlich sinnlos insgesamt, diese Rückseite vom Spiegel zu erzählen. Obwohl ich kann natürlich die ganzen Literaturverweise, die auf die hier natürlich angespielt wird, hinter dem Spiegel, natürlich verweisen und die nochmal ansprechen, um das halt Ganze, das Ganze nochmal irgendwie literarisch einzuordnen. Wir befinden uns jetzt hinter dem Spiegel. Wie in hinter dem Spiegel. Ja, aber gleich passieren unerhörte Dinge. Dann könnte ich drüber reden, aber dann seid ihr schon weg. Typisch. Okay. Spiegel, jetzt sehen wir... Was? Okay, hoch runter. Wo ist das so nachahmen? Aber... Runter? Hoch, drehen, runter, hoch. Aber... Komm! Ah, hier drüben muss ich kreisen. Oh je. Aber... Komm! Hm?
Aber... Ach, komm. Aber... Wo muss ich denn hier kreisen? Ach, und wie groß? Vielleicht kleinere Kreise machen. Hoch und kreisen. Ach, komm. Ich mach das mal langsamer. Jetzt muss ich, vielleicht kreise ich in die verkehrte Richtung, oder? Aber, ach, komm. Ich kreise doch genauso schnell wie der Kreis. Okay. Ah, ich muss den vielleicht auf die Zahnbürste immer verdecken. Ah, okay. Vielleicht hätte ich mir mal selber nicht so viel auf die Bürste hauen sollen. Oh. Was? Komm! Oh, ja. War ich das etwa? Hm. Muss wohl. Selbst ohnmächtig bin ich noch eine Geheimwaffe. Oh, oh. Herr Cletus? Sind Sie da? Ist alles in Ordnung? Alles bestens. Worum geht's denn? Ich benötige die Geldtasche. Ich muss eine Anzahlung auf die Zimmer leisten. Kein Problem. Kein Problem. Verdammt. Na gut, das ist die neue Tasche. Hier. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe zu tun. Sehr wohl. Na endlich. Ich wusste doch, dass das funktionieren würde. Es war nicht ganz einfach. Aber ich bin ja auch ein Experte für brenzlige Situationen. Doc wird ganz schön Augen machen. Mann, wird er sagen. Rufus, du machst echt das Unmögliche möglich. Endlich habe ich dieses Ding, wie hieß es doch gleich, Porzellan? Verdammt, dieser vertrottelte Sekretär hat die falsche Tasche genommen. Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Okay, das war doch vorprogrammiert, weil die letzte Tasche, die wir eingesammelt haben, ist doch als letztes im Inventar gelandet. Also ist das Absicht wahrscheinlich vom Spiel. Okay, also müssen wir schon wieder... Waschlappen, die auf dem Boden liegen, räumt der Zimmerservice weg. Okay, können wir nochmal hier irgendwas... Spiegel... Kissen, Schublade vielleicht. Nee, hier gibt's nichts mehr. Okay, das heißt, wir gehen jetzt wieder raus und tauschen nochmal die Tasche aus. So, also wieder raus. Und dann gehen wir wieder zur Rezeption und da finden wir... So glauben Sie mir doch. Niemand will Sie übers Ohr hauen. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Ich bin mir sicher, dass der Herr Inspektor alles aufklären kann. Das kann er allerdings. Ah, Herr Cletus. So ein Glück, dass Sie hier sind. Offenbar gab es eine Verwechslung mit den Taschen. Kein Problem. Eine meiner leichtesten Übungen. Warten Sie kurz einen Anruf. Nanu, das kommt ja aus Ihrem Zimmer. Dann ist es für mich. Hallo? Ja, hier ist Oppenbot. Was? Nein, ist es möglich? Einfach futsch? Ist es für mich? Herkommen? Nein, warten Sie. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Passen Sie mal zu, hören Sie mal auf. Bleiben Sie einfach auf Ihrem Zimmer. Hallo? Wer war das? Falsch verbunden. Warten Sie bitte kurz hier, Oppenbot. Ich bin sofort wieder da. Und wahrscheinlich komme ich dann aus der anderen Richtung da. Was? Aber... Ich muss zugeben, ich bin ein wenig überfordert. Huch! Na, das ging aber schnell. Oppenbot, was ist hier los? Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Warten Sie, ist das die Tasche mit dem Geld? Ich fürchte immer noch nicht. Nein.
Haben Sie etwa die Tasche aus meinem Zimmer genommen? Aber das wissen Sie doch. Alles, was ich weiß, ist, dass mir jemand die Tasche geklaut hat. Ich verstehe gar nichts mehr. Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett. Okay, und jetzt haben wir die richtige Tasche? Na, wer sagt's denn? Ein Plasma-Austausch-Fluppe-die-Wupp. Mammutfellrelé. Ich werd's mal lieber drin lassen. Nicht, dass es mir auf den letzten Metern noch abhanden kommt. Na super. Okay, dann jetzt zurück zu den Zimmern und zu Doc, der hoffentlich wieder aufgewacht ist. Hey Doc, ich habe Ihren Plasma-Austausch, Fluppi Schmatzikowski, was ist denn hier los? Rufus, die Operation war erfolgreich. Ich bin endlich wieder die Alte. Yay! Yay? Ja, yay, super. Aber wie? Ja, also das ist doch... Doc, sag mal, brauchtest du am Ende vielleicht gar kein Mammutfell-Relais? Mammutfell, was? Tja, ulkige Geschichte. Also das... Esther, ihr wolltet mich loswerden. Was? Ja, genau. Ihr habt mir einen sinnlosen Auftrag gegeben, damit ich euch nicht in die Quere komme. Das ist so fiese. Stimmt das, Doc? Oh so? Naja, wir dachten... Und ich dachte, ihr seid seine Freunde. Ach, komm schon, Goal. Du weißt doch, wie er ist. Egal, was er anfasst. Es endet immer im Chaos. Er hat meinen Kutter kaputt gemacht. Ne. Echt jetzt? Ist das jetzt das Niveau? Ich sag dir mal was über Rufus. Er ist, Wo ist er hin? Vorwärts, aber Dalli! Treibt ihm Zahnstocher in den Gaumen! Später vielleicht. Zimmer 1, na großartig. Diese dreckige Verräterbande. Oh. Ah, Cletus, da sind sie ja. Rufus, bleib stehen. Es tut mir leid. Doc und Boso haben... Oh. Und wie ich sehe, haben sie ihre Verlobte gefunden. Vortrefflich. Was ist denn hier draußen los? Kann man in dieser verdammten Irna... Was denn? Du? Komm, Goal, weg hier. Holz an der Ragu! Hey, halt! Stehen geblieben! Das ist der Doppelruhm. Wir müssen Cletus loswerden. Ist in Arbeit. Holz an der Ragu! Nicht doch. Das ist eine Verwechslung. Cool. Was machst du denn hier? Oh oh. Hey, komm zurück. Okay. Oh, das war schmerzhaft. Ich wünschte, ich könnte diese Verrückte irgendwie auf Cletus hetzen. Okay, wir müssen dafür sorgen, dass Donna in den Schrank geht. Okay, 5 Türen, 2 Treppen, 5 Leute. Alles klar. Wir gehen mal in das dunkle Zimmer. Okay. Gut. Wir gehen immer hier rein. Wir können mal in den Schrank gehen. Wenn wir in den Schrank gehen, überspringen wir dann eine Runde? Achten Sie! Wir gehen nochmal in den Schrank. Wenn wir in Docs Zimmer gehen. Gut, warte! Lass das, ich bin nicht Cletus! Okay, da sind wir wieder...
Ach hey. Wir müssen Cletus loswerden. Bisschen Arbeit. Das ist doch... Du wagst es, meine Kleidung zu stehlen? Na, warte. Nein, stopp. Ich... Hilfe. Hey, warte. Okay, jetzt geht er uns hier nach. Komm sofort zurück, du Memme. Jetzt in den Schrank? Wo ist denn Ihre Verlobte jetzt schon wieder? Wenn ich das wüsste. Das Zimmer. Oh je. Okay, jetzt vielleicht? Du schon wieder? Warte, ich... Hey, warte! Hey, stehen bleiben! So, jetzt kommt Cole und er. Jetzt kommt Rufus. Und jetzt gehe ich in Docs Zimmer und dann müsste Cletus hinterherkommen. Hab ich dich! Das muss eine Verwechslung sein. Ich kenne sie doch überhaupt nicht. Meuchelt den Heuchler! Hiya! Aber meine Dame! Da sind sie ja endlich. Was soll das alberne Versteckspiel? Was geht hier eigentlich vor? Diese Frau hatte es wohl auf uns abgesehen. Ganz genau. Können Sie nicht besser auf Ihre Gefangenen aufpassen? Meine Gefangene? Sie haben sie doch angeschleppt. Und überhaupt, wo ist sie jetzt? Ja, sie muss die falsche Tür erwischt haben. Ah, recht so. Dann steht unsere Abreise ja nichts mehr im Wege. Reise? Nach Porta Fisco natürlich. Das letzte Hochboot nach Elysium wartet nur noch auf Sie beide. Es sei denn, Sie würden es vorziehen, hier zu bleiben. Tatsächlich ist es so, dass... Goal, kann ich dich kurz sprechen? Das hier ist unsere Chance. Er wird uns direkt nach Porta Fisco eskortieren. Er setzt uns höchstpersönlich ins Hochboot. Und wenn deine Tarnung auffliegt? Sollen wir auf eine bessere Chance warten? Na gut. Wird schon schief gehen. Immerhin bin ich ja dabei. Und du versprichst mir, dass du dich authentisch und würdevoll verhältst. Wie Cletus. Versprochen. Wohlan, guter Mann. Dann lasset uns zurück zu ihrem edlen Rosse flanieren. Mein Reiterblut wallt bereits. Ja, nach ihm. Das kann nur schief gehen. Das macht er gar nicht so schlecht. Akt 2, der Held zieht los, doch ehe er friedlos durchs Feindesgebiet muss, vollzieht er besagten Reinigungsritus. So will es der Mythos, das klingt fantasielos, doch schlagt es ruhig nach. Gemangelt und blank poliert und als Cletus kostümiert, Rufus mit Goal nun zum Ziel eskortiert. Und was Bozo und Doc angeht, tja, selbst verbockt. Wer nicht will, der hat schon, wer bremst, der verliert. Hussa, wer bremst, der verliert. Wer braucht schon diese Pfeifen? Oh, schaut mich an. Ich bin Doc. Ich weiß alles besser und habe keine Beine.
Oh, schaut mich an, ich bin Boso. Ich habe Haare wie ein illusianisches Einhorn und kann Furzgeräusche auf meiner Bassgeige machen. Jetzt ärger dich doch nicht so. Ich find's ja auch traurig, dass ihr im Streit auseinandergegangen seid. Aber glaub mir, die werden sich schon wieder einkriegen. Spätestens, wenn sie übermorgen aufwachen und noch immer einen Planeten unter den Füßen haben. Mal gucken. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn der Organon diesen ganzen Misthaufen hier in die Luft sprengt. Rufus! Schon gut, ich hab's ja nicht so gemeint. Wie ist es überhaupt auf Elysium? Du wirst es noch früh genug sehen. Stimmt es, dass sie dort Brunnen haben, aus denen Trinkwasser in die Luft spritzt? Rufus, ich kann mich so nicht konzentrieren. Ja, was machst du da eigentlich so lange? Ich schreibe meinen Bericht an den Ältestenrat. Langweilig. Es dauert ja nur einen Augenblick. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Das Bett? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Ja, natürlich das Bett. Wir sollten ausgeschlafen sein, wenn wir nach Elysium kommen. Und du und ich, wir beide teilen uns ein Bett? Schlafen, Rufus, okay? Nur schlafen. Ja, logisch. Ja, wozu denn, was denn sonst? Schlafen. Oh, das Bett vorbereiten. Okay, aber das Bett bereiten wir in der nächsten Folge vor und dann schauen wir mal, was uns hier noch alles so erwartet. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.